Ah, you must be the ones dragging my Jade all over the place and keeping him away from home. What? And then he goes and gets hit with a phone slot seal. This clog can be a real pain, huh? Not at all, Your Majesty. Your Majesty, must you confuse our guests? Sorry. Yeah, I guess we should get down to business. Jade's basically explained everything to me. As things stand now, there's a danger that St. Bina could fall into the cliff off. Ja, der ist wirklich chillig. So it seems. In fact, I've already been informed that the land around St. Bina has begun sagging. Also er weiß anscheinend auch über alles schon Bescheid und hat auch schon, ja, die Infos bekommen, dass St. Bina so langsam absinkt. Then we must evacuate the residents. I'd love to, but a lot of the council members are reluctant. Why? Their countrymen are in danger. Because of the military threat from Kimlaska. The Kingdom of Kimlaska Landvildir issued a proclamation. We hereby denounce Malkuth's destruction of Axarioth in order to bring the deaths of Princess Natalia and the tertiary heir to the throne, Luke von Fabra. In the name of Lorelei and Julia, we shall initiate immediate sanctions. Also Kimlaska hat anscheinend wohl, joa, behauptet, Malkuth hat Natalia und Luke getötet und deswegen müssen die jetzt Strafen bekommen. Wegen dem, was da passiert ist. For all practical purposes, that's a declaration of war. My father is mistaken. Or is he, Princess Natalia? We believe that Kimlaska may have destroyed Axarioth to create an excuse for war. Und die wiederum glauben, dass Kimlaska dafür verantwortlich ist, um halt quasi eine Entschuldigung für einen Krieg dann zu erzeugen. Also, Axarioth wurde zerstört und beide Länder glauben, der jeweils andere wäre schuld dran. Und deswegen kommt es zum Krieg. Das klingt für mich, als hätte das irgendwer geplottet und es hat genauso funktioniert. Jo. My country would never commit such a despicable act. Yeah, and besides, I was the one who... Luke, we all know what happened. Natalia, please calm down. Die sind schuld. Nein, ihr seid schuld, Baby Raid! It doesn't matter now whether Kimlaska destroyed Axarioth to start a war or not. Yes. The problem is that the council believes that the sinking of St. Bina is Kimlaska's work. So they think that any forces sent to rescue the citizens will be wiped out along with the city. Und der Rat denkt halt immer, dass es Kimlaska alles tut und die wollen halt natürlich keine Leute dahin schicken in der Angst, dass die vielleicht auch alle drauf gehen. Exactly. Until we heard Jade's story, we thought Kimlaska had developed a phone tech weapon capable of creating a hyper resonance. At the very least, Kimlaska was not responsible for Axarioth. And even if it were, St. Bina is still going to fall. How can not rescuing them possibly be better? I'm sorry, I don't mean to be rude, Your Majesty. If it's impossible to send troops, then please let us go. Allow me to make the same request. If something happens, at least Malkuth forces won't be caught in it. Boah, wenn ihr schon keine anderen Leute hinschicken, dann können die wenigstens unsere Bande hinschicken. I'm surprised. Why are royalty like yourselves so intent on helping an enemy country? We're not enemies. Our citizens travel between our countries as if it were perfectly normal. And it's my duty as one born into the royal family to aid those in need. And you, Master Luke? I am a criminal to Malkuth. I am to blame for what's happening. I want to do anything I can. No, you wollen natürlich alle aushelfen. I want to save everyone. Well, you heard them. What do you think, Sesaman? Jetzt verstehe ich, warum da jemand gerade Sensenmann gelesen hat. Ja. Your dear apprentice Jade also says we can trust these guys regarding St. Bina. Your Majesty, it's not polite to refer to them as these guys. If I may make a suggestion, perhaps Luke and my unit could evacuate St. Bina, while General Nordheim contains the northward moving Kimlaskan army. Are you giving a general orders? Well, I suppose it will work. We'll try to gain the council's approval. Thanks, man. I owe you one. Danke, Mann. Schuld dir was. Then you won't abandon St. Bina? Of course not. Though you all are the ones who are going to save it. They're my dearest people. Please help us save them. I'll do everything in my power. As will I. As you wish, Your Majesty. I have to summon the council now. I'll let you handle the rest, Jade. Jo, wir gehen die Leute retten. Der ist voll entspannt.
Evacuating an entire city is not an easy task, you know. What should we do exactly? As His Majesty said, the military won't enter the city for fear of it becoming another Axarius. We'll enter St. Bina first and get help from former Field Marshal McGovern. Jo. In die Stadt und dann schon mal irgendwie helfen. Sei dazu vielleicht was versteckt. Nein. Okay. Oh, geil aus, wenn du mal da hinten guckst. Ja. Das stimmt. So. Ja, ich sehe schon, wir dürfen eh nirgendwo sonst. Da dürfe ich vielleicht rein. Ich sehe das Klo. Aber war das der Sieht typ, nicht aus wie ein Klo. War das der Typ, der die Villa da hatte in der letzten Stadt? Ja. Wo Jade meinte, den könnte Ennis heiraten? Ja. Der angeblich so auf Frauen steht? Ja. Ich hatte mit Schlimmerem gerechnet. Hier sind auch wieder massenweise Bücher mit Infos. Oh, überall, ne? Phone-Slots hier. Ganz viel Infos einfach nur. Und den ganzen Tag sitzt du in diesem Wasserfall im Hintergrund. Das geht sicher auch massiv auf die Blase. Naja. Wir sind ziemlich angeschlagen, sehe ich gerade. Ja, dann vielleicht doch. Resten wir doch ein kleines bisschen. Theoretisch würde ein Skit kommen, wenn man sich den Wasserfall hinter dem Thron ansieht. Aber wahrscheinlich erst, wenn man ein paar mehr Leute in der Party hat, die da in diesem Skit potenziell mitreden. Unsere Skits funktionieren sowieso nicht so gut. Aber in Gebäuden schon. Außerhalb nur nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war anfangs ein bisschen traurig, dass die Skits nicht kamen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die in dem Spiel auch nicht so doll, weil die nicht vertont sind und du alles selber lesen musst und das echt öde ist, weil noch nicht mal Musik im Hintergrund spielt und es einfach nur still ist und diesen Text liest. Also bin ich ehrlich gesagt gar nicht so traurig, dass die Skits gar nicht funktionieren. Okay. Dann gehen wir mal gucken. Gehen wir mal gucken, ob es Guy wieder besser geht. Ja. Also es fehlt einem schon, wenn man so gewohnt ist. Mhm. Aber sieht man nochmal die Anfänge von dem Ganzen immer dann, ne? Ja. Wie es denn am Anfang war und wie es dann jetzt halt immer besser wurde mit den jeweiligen Tales-Spielen. Tales of the Abyss Remake mit vertonten Skits und deutschen Texten. Ja. Wäre nice. The curse has been- ah ja, Curse ist weg. Nice. Guy, I'm sorry. Luke? I must have done something to make you suffer. That's why you... What the hell are you talking about? It's not your fault, Luke. It's not your fault that I hated you so much I wanted to kill you. I'm originally from Malkuth. What? Really? Also kommt ursprünglich aus Malkuth. I was born in Hod. On my fifth birthday, my relatives gathered at the mansion. Just as the scorer started to read my score, the war began. The Hod War. If I recall, it was Duke Fabre who attacked Hod. Yes, Duke Fabre killed my family, my relatives, our servants, everyone. I see. He destroyed everything I loved and laughed as he did it. Also der Vater von Luke hat quasi die ganze Familie und alle Leute von Guy abgeschlachtet und ja, hat währenddessen gelacht. So I set out to make him experience the same thing I did. You entered House Fabre for revenge then? Gailardia Gallen of the House of Count Gardios. Da hast du übrigens den ganzen Namen. Von wem? Von Guy? Von Guy. Gailardia Gallen. Nehmen wir doch lieber Guy. Da ist auch den Namen Guy drin, warum Guy quasi eine Abkürzung ist. Wenn du bedenkst, im Japanischen heißt er wahrscheinlich einfach nur Guy. Und da ist jetzt Gailardia, also die haben es wahrscheinlich im Englischen einfach nur abgeändert. Ah, I see. Es ist eher ein Guy mit G-A-I einfach. Aww. Oh, you knew, huh? I noticed a few things, so I investigated. You fight in the Albert style, a technique that doesn't use a shield. It's unique to Hod. Oh, und der Stil, den er hat, der ist halt... Jade ist OP, der wusste das schon wieder über Guy. Ja. Then you can't really want to be by my side, can you, Guy?
I may be a replica, but I'm still a Fabra. Come on, I mean, I'd be lying if I said I didn't have any lingering feelings about it, but... But? If you want me gone, then I'll cut ties with you right now. But if not, could I stick around a little longer? There's still something I want to confirm. Okay, I trust you. Also will immer noch ein bisschen bei uns bleiben, dann möchte nämlich irgendwas noch sich für sich bestätigen. Aber... No, I should say, trust me, guy. Please. Aber Luke kann ja nichts dafür. Nö. Wenn es der Vater oder Onkel war, wer auch immer. Dann vor allem, wenn es zu der Zeit war, als Dingens Guy noch 5 Jahre alt war. Naja, ganz, ganz klein. Sagen wir mal so, Ash hat wahrscheinlich in dem gleichen Alter schon existiert, aber konnte ja auch nichts dafür und Luke sowieso nicht, der kam ja erst später dazu. Ja. Also, ja gut, kann man dann verstehen. Also ich glaube, Luke Gefühle kann am allerwenigsten irgendwas dafür. Ja. Either way works for me. Thank goodness. I was so worried you might start fighting. Well, now that that's all settled nicely, how about we head for St. Bina? Oh, yeah. We heard from a messenger that you're going to St. Bina. But Ion is drained from healing the cursed slot. He'll stay here with me. Annis, I'm fine. And if I go with them, I may be able to help. Ion! Annis, everyone, please take me along. Please? If Master Van's after Ion, then he's in danger no matter where he is. Are you saying he'd be better off where we can keep an eye on him? I suppose we have no choice. Oh, not again, Ion! So, we are going to St. Bina. No. Sonst verpassen wir alle Sidequests, wenn wir da einfach jetzt hingegangen wären. Er scheint sich ja schon richtig mit Luke angefreundet zu haben, sonst hätte er ihn ja doch irgendwann abgeschlachtet. Jo. So, dann gucken wir mal. Hab da nämlich noch ein paar. Okay. Liest's. So. Eigentlich nur 2. Sidequests? Er braucht schon Sidequests. Wie viele Speicherpunkte einfach hier sind. Hier ist einer, draußen ist einer. Achso, da kann ich gar nicht raus. Hier unten muss ich raus. Das schon, die wollen mich nicht rauslassen. Ja, das wären eh nur 2 gewesen. Aber eine davon ist schon ein bisschen wichtiger. Und zwar, es geht wieder um Guy's Arts. Dafür müssen wir hier einmal rein. Ist das die Bar? Oh, da hängt eine Flasche draußen, also wahrscheinlich schon. So. Du da. Gesundheit. Danke. So. Ein Arcanart lernen wir. Mehr Möglichkeiten fürs Mystic Art. Ja. Danke. Gesundheit. Hab ich gerade Gesundheit gesagt? Bestimmt. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Gut. So, er hat den Sigmund-Style, der vom Albert-Style so ähnlich ist. Das Emote sollte ich so umbenennen, Alessandro. Gesundheit, Eclair, cute. Ja. Perfekt. Eclair, Gesundheit. So. Ich werde auch nichts weiter sagen. Und er muss noch 2 weitere finden. Ja. Bei einer Maschine, die sich dreht, ist der nächste. Okay. Aber noch haben wir doch nichts gelernt. Eclair Schnief. Wäre das dann Pet Sneef oder wäre das Schniefi aus Wind Waker? Das darfst du ja aussuchen. So, rate mal, was hier drin ist. Ein Warehouse. That could take a while. So. Wo sind meine Lachgummi? Ich habe das Gefühl, ich sollte dich da nicht da unten durchschieben, sondern hier oben irgendwo. Als ob da jetzt nur ein roter drin war. Betrug. Bis morgen dann. Was ist eure Lieblingslachgummifarbe? Meine ist rot.
gefolgt von dunkel und hellorange. Ich glaube, da muss ich die durchschieben. Grün ist das Beste. Grüne Gummibärchen sind echt toll. Da wollte ich nicht hin. So, gefühlt das Gleiche einfach. So, dann sind wir schon mal hier. Gibt es irgendwen, der die Bananen am liebsten isst? Ich lese immer nur die ganzen anderen Sachen. So, ein echt kleiner Raum, merke ich gerade. Das Ding muss nur noch nach oben schieben. Und dich muss ich da reinschieben. So. Na gut, haben wir sogar schon fast. Liebe für die Bananen. So, zack. Weil es ja tatsächlich drei verschiedene gelben gibt. Es gibt die Banane, es gibt dann diese, keine Ahnung, Zitrone und die Limette. So, fertig. Ich habe einen Lollipop bekommen. Yay. Und 5000 Gold. So, was habe ich denn noch alles bekommen gerade? Moment. Da, Lollipop. Das ist eine Waffe. Für? Tier? Können wir gleich mal gucken. Kann man auf die Infos gucken? Wenn ich mal so gucke, das ist jetzt den wir aktuell haben, ne? Nee, gar nicht. Aber so ungefähr die Stärke. Das ist der Lollipop. Der Phonic-Angriff. Das ist übrigens das Ding, was wir vom Boss gerade bekommen haben. Okay. Läuft, ne? So, das Strange Mark, was wir gerade bekommen haben. Das ist auch cool. So sind schon 2 Stunden um. Ich weiß es nicht. Ja. Ja. Das ist eine gute Waffe. Okay. Und Annas kriegt den Lollipop. Wobei, eigentlich müsste ich es genau andersrum machen. Ah, lass den Lollipop einfach weg. So, und du kriegst das Strange Mark. Der Lollipop-Stab. So, die Sache ist, in meiner Liste steht jetzt drin, dass die nächste Sidequest potenziell spoilern kann. Weil die wohl da irgendwann was... Ja, weil die Sidequest irgendwie gefühlt eigentlich früher da ist, als sie eigentlich da sein sollte. Ich guck gerade nochmal schnell durch. Meine Güte. Die Spoiler-Quest. Ja, das Spiel spoilert sich anscheinend selber an einer Stelle. Okay. Was denn? Irgendwo muss ja stehen, dass da noch was ist. Meine Güte! Ich blätter und irgendwie finde ich das immer noch nicht. Schon irgendwo im letzten Teil des Spiels gerade. Solange du dazu nichts sagst. Nee. Aber irgendwie finde ich diese Sidequest gerade gar nicht da. Jetzt bin ich schon wieder zu weit. The fuck? Du darfst dich gerne in der Stadt ein bisschen umschauen. Ich muss gerade wichtige Geburtstagsglückwünsche verschicken. Ich müsste jetzt leider kurz warten, bis ich das abgeschickt habe. Geburtstagsglückwünsche gehen vor. Erzähl uns währenddessen was Schönes. Ich weiß nicht. Jan ist schön. Nein. Ja schon. So. Ich das schon mal abgeschickt. Geburtstag braucht kein Mensch.
Das mag sein, aber trotzdem gehört es sich natürlich so gewissen Menschen zum Geburtstag zu gratulieren. Na? Hm. Katze! Schaust du nur mit der Katze? Ich schaue mich in der Stadt um, okay? Du schaust dich in der Katze um, wie es gerade klingt. Kann ich überall hinlatschen? Denke schon. Okay. Miau. Das sieht schon schön aus. Was tust du da? Oh. Weißt du was? Wir machen die einfach Quest einfach. Aber ich mache den Bildschirm währenddessen dunkel. Lese mir das einmal durch und wenn da wirklich ein harter Spoiler drin ist, dann lasse ich es einfach weg. Okay. Ich speichere nur vorher einmal ab. Also ich habe der Katze auf jeden Fall viel Liebe gegeben. Das ist gut. Katzen brauchen vielleicht ein bisschen Liebe manchmal. Spiele immer so Spoiler-Sachen einbauen im Vorfeld. Weil ich vermute einfach, dass man die Quest zu früh reingepackt hat. Dass sie zu früh aktivierbar ist. Wahrscheinlich ist es so ein typischer Fall von, wenn du das blind spielst, dann wirst du diese Quest sowieso nicht finden. Je nachdem, ob du dich überall umschaust oder nicht. So, und dafür müssen wir nämlich hier ins Military-Hauptquartier. Ansonsten mach ich es einfach dunkel. Lies die vor und lese nur den Teil vor, der nicht spoilerhaft ist. Mhm. Ich muss nur den richtigen Raum finden. Gespoilert werden will natürlich keiner. Nee. Wäre es denn ein schlimmer Spoiler? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß gar nicht, was da gesagt wird. Da bin ich rausgekommen. Das ergibt zwar rein technisch gesehen keinen Sinn. Wenn man schaut, das ist so, weiß nicht, 4 Lukes breit, ne? Mhm. Wenn wir hier rum reingehen. Wenn wir hier in die Tür reingehen, müssen wir jetzt hier nach oben laufen. Und müssen hier nochmal ein bisschen nach oben laufen. Und hier, wenn wir hier rauskommen. Hier grenzwertig. Ich glaube, das funktioniert nicht so ganz. So, ich habe Jades Büro gefunden übrigens. Oh. Was ist das da? Ein Wasserbehälter? Was hier? Ja, so ein Wasserspender. Okay. Das ist nicht hier so. Ah, muss in den Briefing Room. Gut aufgeräumt, Jade. Mhm. Wahrscheinlich halt ist das quasi die Ecke gewesen, die bei uns unser Postschrank ist. Einfach alles reinklatschen. Hey, die haben einen Feuerlöscher hier. Schön. So, jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Da kann ich dann abdunkeln.